Moinsen, meine Liebelein. Ich habe mir was Schönes bei Kleiderkreisel bestellt und das wollte ich euch zeigen. Ich hatte eben Sorge, ich wollte es eigentlich unboxen. Aber da ich mir die Größe des Päckchens anders vorgestellt hatte, musste ich unbedingt reingucken und habe es deswegen schon ausgepackt und weiß deswegen schon Bescheid. Liebe Grüße an Sabrina, herzlichen Dank. Und da kommen wir gleich noch zu. Ich wollte euch noch zwei, drei andere Sachen gerade kurz zeigen und dann, ja, dann kommt es dazu. Okay. Einmal vorweg, mir war irgendwie nach Farbe. Ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen. Ich denke mal, das ist ein ziemlicher Knall im Hintergrund. Aber ist jetzt gerade halt so. Ich kann hier einfach am schönsten sitzen und dann mit dem Licht von draußen und so. Es ist bewölkt im Moment. Ich kann unsere ganzen diebischen kleinen Stare sehen, die unseren kompletten Kirschbaum auffressen. Die Kirschen sind jetzt schon sehr lecker und rot-gelb, aber eigentlich sollten die noch tiefrot werden, dann sind die noch leckerer als jetzt. Also man kann sie in zwei Stadien essen, aber es wird wohl nicht mehr zu den dunklen kommen. Also die werden wohl vorher aufgefressen werden. Wir können jetzt zusehen, dass wir uns da noch ein paar pflücken morgens oder so. Und naja, einmal vorweg, den kleinen Kumpel-Moment, den hatte ich euch noch gar nicht gezeigt. Dieses kleine Männchen, dieser kleine Samson, dieses kleine süße Puscheltier knistert und, steht jetzt nichts Tolles drauf, ist von Kong. Hundeleute werden Kong, die Firma Kong wahrscheinlich kennen, weil die die machen viele Spielzeuge und sowas und die machen auch dieses Hundespielzeug, das aussieht wie ein Erwachsenenspielzeug. Und was ich vom Kong toll finde, sind die diese großen geriffelten Dinger, den habe ich es gerade nicht hinliegen, sonst habe ich das auch nochmal hier, dass er das hier irgendwo hingekullert hat. Jamie hat da so ein großes aus Vollgummi, Vollgummi ist es ja nicht, aus Hartgummi. Und es hat einen Hohlraum drin und eine Öffnung und da könnt ihr dann leckere Sachen reinmachen. Entweder Klapperleckerlis oder Schmierkäse ist sehr lustig und solche Sachen alle, die kann man auch mit heißem Wasser auswaschen oder eben Geschirrspüler stellen, was einem gerade so einfällt. Ja, und da war Rani unterwegs und hatte beim Fressnapf Katzenstreu, glaube ich, gekauft. Und dann hatte er vor sich eine Dame und die hatte sich dem wohl schon gegriffen. Der hatte noch so einen Karton hinten dran und da sagte, was ist das denn? Und da sagte sie, das ist für meine Susi. Und er sagte, wo haben Sie das denn her? Und dann hat sie das gezeigt und dann ist er dahin, hat sich dann den geholt. Es gab auch noch ein paar andere, aber er dachte sich, rosa, ne? Die Prinzessin. Und dann guckt sie ihn an und grinst und dann hat sie wohl gesagt, und für wen ist das? Und dann hat er gesagt, ist für meine Sanni. Und dann hat sie gesagt, ach, sie haben auch eine Katze? Ja, habe ich auch, aber in diesem Fall ist meine Frau. Ja, hatte er natürlich die Lache auf seiner Seite und da fahren meine Katzen ganz gut drauf ab, obwohl die sonst gar nicht so auf Katzenminze stehen, aber muss wohl doch mal ganz, obwohl das halt knistert und wahrscheinlich in dieser Tüte ist. Also ich hätte gedacht, dass das nie und nimmer überhaupt für Katzen ersichtlich ist, dass da was Leckeres drin ist. Jedenfalls hat meine Nelly kürzlich nachts neben meinem Kopf geschlafen, das macht sie sonst nie, und da lagen meine Moki-Marbles halt, die ja auch für Katzen sehr interessant sein sollen, zum Ausgleich und harmoniebedürftig und jip jip, aber das Ding eben auch. Da hat die komplett still neben mir geschlafen und ich drehe mich immer um, gucke, die mir wirklich so in die Augen. Ja, das war ganz lustig, weil die das sonst überhaupt nicht macht. Hat sie auch nicht mitgespielt oder so, sie wollte einfach nur in der Nähe sein. Ja, das war das, das wollte ich euch zeigen. Ist aber teuer, kostet 4,95 €, aber ist so süß. So, das war ja ein Geschenk. So, dann wollte ich euch erzählen, dass der Edeka wieder die Schaumküsse hat. Das sind ein ernstes 32 Schokoküsse, die sogar lecker sind. Also es ist nicht so, dass sie dann irgendwie kacke schmecken oder so für 2,49 €. Und ich habe euch, glaube ich, schon mal davon erzählt oder auf Facebook auch Fotos hochgeladen von der Negerkuss. Darf man nicht sagen, Entschuldigung, von der Schokokustorte. Und die ist dann, da werden die so zerdrückt und zermalmt und dann kommen da noch Mandarinchen rein, noch besser mit Pfirsichen und so. Also ganz toll und ganz easy, so easy, dass ich als Nicht-Köchin das auch hinkriege. Und haut rein, klar. Ist jetzt nicht unbedingt eine Diät-Torte, aber mal so. Und es geht halt schnell, wenn man die Dinger zu Hause hat und es kommt Besuch, du hast noch so ein Teig liegen irgendwie oder sowas. Geht rubbel die Katz. Kommt noch Sahne rein, ich glaube ein bisschen Magerquark. Also das kann man ja mit dem Magerquark dann irgendwie auffangen und dann, naja, ist keine Diät oder Schonkost. Nein, das nicht.
Dann einmal erzählt, im Zentauren gibt es im Moment eine Probe für Meridol, habe ich schon ausgepackt, Fisch hat sie in den Koffer gesteckt. Und für Neutrogena die Bodylotion, ich habe das Gefühl, die werden die nicht los, die findet man ja überall und auch schon seit langer Zeit. Mogli Magazin, Closer habe ich, Alverde hat dieses Mal gar nichts drin, da war ich total überrascht. Nichts, alles durchgeblättert, also Alverde, nichts Schönes im Moment. Dann habe ich gestern eine Grazia gekauft. Ich muss zugeben, natürlich wegen des Preises. Ich bin ja ein Preisepulver, wisst ihr ja. Moment. Und da guckte oben etwas so raus. Und das ist dann natürlich schon mal sehr ansprechend. Und da guckt man natürlich zweimal hin. Dann steht da drauf, Sommer Special 1 Euro. Und ich kann mich daran erinnern, dass im letzten Jahr das Sommer Special ja darin bestand, dass die Grazia in einer wasserdichten Hülle war für den Strand und dass da diese tolle Catrice Mascara mit bei war, auch für einen Euro. Und wenn das damals meine Bekannte nicht weggelegt hätte, hätte ich die ja gar nicht bekommen, weil wahrscheinlich die Leute sich die gleich gekrapscht haben, die direkt da arbeiten oder sowas. Wird wohl, ja, meine Freundin hatte dann auch eine Kollegin gefragt und die hatte die nämlich hinten schon liegen. Also wäre ich sonst gar nicht dran gekommen. In diesem Falle ist dann das, womit die hier Werbung machen, eine Werbung von Lancôme. Und Lancôme macht eine Lookberatung. Und wenn man da dann hinkommt und es sind noch genügend da, dann bekommt man eine passende Mini-Mascara. Und das ist eine Aktion vom 16.06. bis 28.06. Und da das hier in Hamburg im Alsterhaus und in Karstadt Mönckebergstraße ist, da komme ich ja nun eh nicht so häufig hin und Lübeck und sowas überhaupt nicht. Ist das natürlich nichts für mich, aber die Mädels, die in Berlin, Bremen, Dortmund wohnen, Düsseldorf, Freiburg, Essen, Hamburg, Frankfurt am Main, Heidelberg, Karlsruhe, Ludwigsburg, Leipzig, Münster, Nürnberg, München, Sindelfingen, Wiesbaden und Stuttgart, die sollten sich doch da mal in ihren großen Karstadts umgucken, hier Bräuninger und Karstadt, da auch Galeria Kaufhof. Da wird das offensichtlich gemacht, KDW in Berlin, Galerie Lafayette, ne? Bonn auch noch, Dresden hatte ich, weiß ich gar nicht. So, und da geht es um verschiedene Looks und da bieten die vier verschiedene Mascaras an. Und da geht es wohl ja, um die unterschiedlichen Mascara-Typen und dann gibt es auch immer gleich ein entsprechendes Make-up dazu. Ja, weil es 10 Jahre dieses Hypnose-Mascara gibt von Lancôme. Ja, da kriegt man wieder, so als Landei kriegt man da wieder nichts von ab. Aber dadurch hatte ich jetzt die Grazia und in der Grazia war, wo bist du da? Dieses kleine Heftchen, dieses kleine Sachet, die klappt mir gerade alles zusammen. Und da drin waren diese beiden kleinen Pröbchen. Und in diesem Falle ging es jetzt darum, dass man jetzt entdecken soll, tauchen Sie ein in die magische Welt des perfektionierten Nude-Tints. Einmal erstens retuschieren, zweitens perfektionieren. So, im Moment ist das Blur ja in jedermanns Munde. Und so heißt es, glaube ich, auch hier, ja, Blur Cream Nude. Das ist ja letzten Endes nichts anderes als, würde ich jetzt mal sagen, als der Glätter, der ja auch ursprünglich mal von L'Oreal rausgekommen ist. War das L'Oreal oder war das Maybelline oder wer war das? Ich habe den auch noch irgendwo. Und spare den ja so brav tot, wobei ich den jetzt eigentlich ganz gerne mal wieder rausgeholt haben wollte, um den zu benutzen. Da ist er. Moment, da ich habe es. Da ist er. So, der Glätter ist von Maybelline. So. Ja, Maybelline Jane. Instant and Anti-Age. Und auch der ist ja schon so, eine total lustige Konsistenz, dass er sich ja so silikonartig anfühlt auf der Haut. Ich habe den zugegebenermaßen, wie ihr gerade sehen konntet, noch nicht so häufig benutzt und ich befinde mich ja auch im glücklichen Besitz des Schiete, super vorbereitet hier, des optischen 5-Sekunden-Retuschierers von Garnier. Und da habe ich euch ja auch schon von erzählt und habe auch damals gesagt, dass ich mir das auf die Stirn gemacht habe bei Rossmann. Und da habe ich geguckt und rubbel die Katze, es war wirklich optisch nicht mehr zu sehen. Ihr wisst ja nun mal, unheimlich viele Frauen haben diese Sorgenfalten halt und es ist nun mal so, meine Güte.
Es ist nun mal so, man hat Sorgen, man knibbelt mit den Augen, die Augen werden schlechter, man knibbelt noch mehr und so weiter. Fältchen sind da, Ende. Können wir nichts machen. Und solange will er nicht irgendwie, ne, hat er auch da, uns da was reinspritzen lassen wollen, das wollen wir ja eigentlich nicht, müssen wir halt erstmal versuchen, mit anderen Möglichkeiten zu arbeiten. Und das war nun in meinen Augen auch schon eine tolle Sache, benutze ich aber auch nicht so häufig, weil ich ja immer denke, wenn ich es zu oft benutze, bin ich es ja leid. Ja. Habe ich also schon ganz lange und Dares zum Beispiel und Daniela R. heißt sie jetzt gerade, also Black Beauty, hat darauf ja auch schon Loblieder gesungen und benutzt die wohl auch sehr gerne. Nun hat, ich glaube, noch eine Firma nachgezogen und dann eben jetzt L'Oréal. L'Oréal hat das wohl auch noch, jetzt fange ich an Blödsinn zu erzählen, glaube ich. Ich stand jetzt heute vor einem großen Aufsteller, da gibt es das einmal mit als Anti-Faltencreme. Mit diesem Blur-Effekt und dann nochmal extra nur den Blur-Effekt. Und beides soll, ich glaube, Moldavid hat das. Und die wollte ich sowieso gleich noch anschreiben, weil ich mir nämlich morgen einen von denen hole. Ich stand nämlich heute da und habe alle möglichen von diesen Dinger ausprobiert. Komme nachher zum Auto und Männer guckt mich an, sagt, irgendwas Bestimmtes gemacht? Ich sage, ja, Blur ausprobiert, bla bla. Sagt er. Ich sage, ja, es war teuer, 15 Euro und so weiter. Hol doch. Okay, da waren wir aber schon ein paar Meter entfernt. Und jetzt fahren wir da morgen nochmal vorbei, weil das lasse ich mir natürlich nicht zweimal sagen und werde mir das morgen holen. Weiß aber ehrlich gesagt nicht mehr, ob das jetzt das gewesen ist von dem großen Aufsteller. Also das war, nee, das war nicht das L'Oréal. Was waren das dann? Wer hat das denn dann jetzt im Moment im großen Aufsteller? War ein bombastischer Aufsteller. Weiß ich aber nicht. Denn ich habe mir auch, es gab auch einen extra für Augen. Aber da denke ich mal, das kann nicht großartig ein Unterschied sein als das andere. Das ist wahrscheinlich bloß Geldmacherei, weil sie noch weniger in die Tube packen müssen. Und es wird bestimmt das gleiche sein wie das andere. Und dann habe ich mir auch noch irgendwo ins Gesicht, ich glaube dann hier, weil das ja bei mir so ausgeprägt ist, weil ich auf dem Bauch schlafe und dann, ne, bist da ja alles so. Eigentlich schlafe ich überall. Ich versuche ja immer, mich so zu drehen, dass der Rücken nicht so weh tut, aber es gibt keine Position, weil er nicht weh tut. Also rotiere ich nachts immer wie so ein Grillhähnchen auf dem Grill. Und da habe ich dann noch diese nachgemachte Geschichte von Balea von DM praktisch ausprobiert. Da kostet das 6,98 oder 7,98. Und vielleicht nehme ich auch den. Aber ich glaube, wo ich jetzt schon die Möglichkeit habe, nehme ich den großen und würde dann beim Nachkaufen, falls es mir gefällt, den günstigeren nehmen. Könnt ihr auch erstmal die Sachen aufbrauchen. Aber ich nehme das jetzt einfach mal in Anspruch, das Angebot. Das Interessante bei dem hier, bei dem L'Oréal ist, dass das bereits schon, da könnt ihr das sehen, das ist schon ein bisschen vorgefärbt. So, sieht man jetzt nicht so furchtbar viel. Ich habe das heute Morgen benutzt. Und guck mal, ihr könnt das wirklich sehen. Also man macht es drauf und es verschwinden wirklich diese ganz, ganz, ganz doll fiesen. Und gerade jetzt hier, vielleicht sollte ich das den hier nehmen. Also auch in Getönt finde ich das jetzt gar nicht mal so schlecht. Nun schlagen die vor, ich habe mir die Anzeige durchgelesen, dass wenn man jetzt gerade nur so ein bisschen erfrischen möchte, das nur so trägt und wenn es ein bisschen mehr geschminkt sein soll, soll man erst das nehmen und dann das Nude Magique Eau de Teint. Schütteln, einen Tropfen auf den Finger geben, auftragen. Die schwärmen ja immer davon, dass das so unglaublich ergiebig ist. Und deswegen haben sie da auch wirklich nur ein Tröpfchen drauf gemacht. Ich habe mich dann auch geschminkt damit, konnte es aber auch schichten, wie ich wollte. Da war nichts Dolles mit. Alles ist. Ich kann ja jetzt hier in die Vollen gehen. So. Ich muss immer hier in den Spiegel. Ich weiß nicht, ob ihr das so sehen könnt. So. Ich war damit jetzt nicht so glücklich, weil so meine ganzen Rötungen und so waren dann immer noch zu sehen. Ich habe dann also nochmal meine Catrice BB Cream drüber gejaucht und war dann erst zufrieden. Also ich würde das Geld hierfür sparen, möchte aber wie gesagt dann gerne auch so ein Blur-Ding haben. So, das war also diese Geschichte. Da haltet mal die Augen offen. Das scheint momentan in einigen Zeitungen zu sein. Und ja, das dazu. Wenn ich morgen das andere kaufe, werde ich natürlich Bericht erstatten, werde euch das zeigen. Aber es ist natürlich bei meiner schlechten Qualität nicht so furchtbar viel zu sehen. Vielleicht solltet ihr euch das lieber merken und nach Blur einfach mal googeln. Da werden andere Mädels mit einer besseren Kamera wahrscheinlich auch richtige Ergebnisse vorzuzeigen haben.
Jetzt erzählt man auch bitte mal, warum Silikone für die Haut so schädlich sind, denn das wird natürlich vollgepropft sein mit Silikonen. Drauf steht vermutlicherweise jetzt auf dem kleinen Nix. Ja, doch, das allererste sind Dimethikone, Dimethikone Crosspolymer, Silica, Silica, Isodezane oder Decane, Aluminium, Hydroxide, Disodium, Stearoyl, Glutamate, Iron Oxids und dann Titaniumdioxide. Und das waren schon alles, was sie da drauf gemacht haben, was sie da mit uns teilen. So, alle haben immer aufgeschrieben, Silikone in Haarprodukten sind Kacke, dann werden die auch im Gesicht nicht besonders toll sein. Was tue ich mir damit an? Was tue ich mir damit nicht an? Was tue ich mir Gutes damit? Außer dass es sich eklig an den Fingern anfühlt, wenn man es aufgetragen hat. Moment. Bin wieder da. Musste einmal sein. Einmal genießt hier. So, dann seht ihr ja, dass ich mich heute ein bisschen ausgetobt habe. Dankeschön an dieser Stelle. Da ist ganz doll dieser Ton hier zum Tragen gekommen. Sieht man nicht so. Das ist wirklich so ein ganz toller Burgunder Bordeaux-Ton mit dem Rotstich. Hammermäßig. Bin so heute nicht rumgelaufen. Das habe ich jetzt eben gerade für euch gemacht, damit man einfach mal ein bisschen was sieht, wenn die Cam schon alles verschluckt und so, dass ich dann, ja. Wen es interessiert, ich trage heute einen Mokait. Der ist gut gegen alles, gut für Stimmung und Harmonie und so weiter. Am besten wieder unter rübe-zahl.de gucken, weil das wirklich ein toller Stein ist. In den habe ich mich damals so in meinen Anfängen schon gleich verliebt, musste den haben. Und der gefiel mir auch von der Farbgestaltung sehr gut. Von vorne so, von hinten so. Ist auch schön, ne? Aber ich muss mich mal für die Seite entschieden haben, sonst kann ich das ja auch umdrehen. Mit meinen Schwebeketten bin ich noch nicht weiter. Da wollte ich heute gerade anfangen. Dann habe ich gedacht, nee, mach so eine Formelei mal lieber am Wochenende. Dann gehen wir weiter. Den Glätter habe ich jetzt hier. Das habe ich da. Retuschierer. Kleine Information. Guckt, wenn ihr beim Edeka kauft, momentan mal beim Fleischer vorne. Da stehen im Moment immer so Aufsteller. Da kann man sich gratis Senf mitnehmen. Entweder Meerrettich-Senf. Meerrettich mögen wir nicht, deswegen lassen wir es weg. Und das ist Steak Barbecue Senf. Kostet nichts. Durch andere da unten habe ich. Das ist die Überraschung. So. Meinen Strich habe ich heute verstärkt. Ich habe wieder ausgebuddelt von Essence I Love Glam, den Powder Eyeliner und Eyeshadow. Der hat eine lustige Applikatorspitze, mit der ich ein bisschen vorsichtig bin, aus Schaumstoff, weil der nämlich echt gut Farbe verliert. Hier. Irgendjemand mal am Anfang, ich könnte mir vorstellen, dass es noch bei Malt Moldavid gewesen ist, habe ich damals also ich habe zwei gekauft, weil die im Ausverkauf waren, mein Backup ins Päckchen gesteckt. Also irgendjemand da draußen hat den auch. Erzählt mal, ob ihr den mal benutzt habt und wie ihr damit zurechtgekommen seid. Ich habe ihn jetzt für unten genutzt. Obendrauf ist der von Magda, glaube ich, war das, von Magda Botewka. Das habe ich schon wieder weggepackt. Habe ich doch, ne? Und so gut weggepackt wieder. Der war doch von dir, glaube ich, ne? Siehst du. L'Oreal Liner Resist Waterproof. So. Haben wir das auch. Dann war ich heute kurz bei DM. Wie gesagt, sonst hätte ich ja nicht erzählen können von der Blur-Geschichte. Da habe ich einmal für meine Katzis diese kleinen, ich weiß gar nicht, ob ihr die kennt, deswegen stelle ich euch die mal vor. Die nennen sich Schnur. Sind, ja, was ist denn das eigentlich? Eigentlich Gimmicks. Ich finde das immer so langweilig, wenn die ihr normales Futter fressen. Deswegen mache ich den morgens ganz gerne mal nicht jeden Tag, aber jeden zweiten bestimmt schon. Irgendwas Lustiges drauf. Eine Multivitaminpaste oder diese Knusperherzchen oder sowas. Oder eben diese lustigen Dinger. Die sind ja richtig lang. Letztes Mal hatte ich welche, die waren bloß halb so lang. So, und das ist jetzt. Ich werde es nicht aufmachen, weil ich finde es eigentlich relativ eklig. Da ist so eine Wabbelmasse drin. Mit Hühnchen und Zusatz von Q10. Also gutes Fell kriegen davon vermutlicherweise auch noch. Das andere ist mit Pute und Zusatz von Zink und Traubenkernextrakt. Ich denke, Traubenkerne sind giftig für Tiere. Was soll das denn jetzt? Da schreibe ich hin. Kalorienarm sollen sie jedenfalls auch sein. Da sind acht von diesen Zuckertütchen, Doubles drin.
für 98 Cent und damit es nicht so langweilig wird für die beiden. Aber das mit den Traubenkernen so wundert mich jetzt ein bisschen. Ich meine, das heißt ja immer, die Menge macht das Gift, aber wenn ich mir angucke, so in der Hundegruppe auf Facebook oder sowas, wenn da mal ein Hund eine Weintraube gefressen hat, dann machen die schon ein Fass auf, das glaubt ihr nicht. Ja, dann hat mir Miss Kuschi was ganz Tolles erzählt. Und zwar habe ich euch doch jetzt gesagt, dass ich es jetzt einfach leid war und einfach losgegangen bin und mir die Miss Manga gekauft habe und ich dir echt einen Daumen hoch für geben kann. Ich habe eben zwar nochmal drüber gezogen, aber hätte ich eigentlich nicht gebraucht. Also ich habe nochmal drüber gezogen, damit er so ein bisschen nach oben kommt, weil ich ja jetzt den heftigen Lidstrich habe und so weiter. Ansonsten wirklich morgens schminken ist abends noch drauf. Krümmelt auch nicht. Also ich käme jetzt nicht auf die Idee, die irgendwie auseinander zu zupfen oder irgendwie sowas oder mir was abzuzupfen. Da wird sich auch nichts bewegen, da geht eher die Wimper mit ab, als dass da irgendwas anderes ist. Trotzdem kann ich das mit meinem Rivale Loop ölhaltigen Augenentferner ohne Probleme abends wegmachen. Was ich gut finde, ist, dass wirklich aus irgendeinem Grund auch die kleineren, holen wir jetzt mal doch ein bisschen hier ran. Ich hoffe mal, auf jeden Fall seht ihr jetzt die Falten, ne? Aber guck mal so. Man kriegt wirklich jedes Härchen irgendwie mit, obwohl das eben so eine komische Bürste ist. Die sieht auch nicht spektakulär aus und wer mag, kann das Ding auch noch knicken. Aber ich habe mich noch nicht getraut, weil ich Angst hatte, dass mir das dann abbricht. Ich kann euch nicht sagen. Also ich habe mir davon nichts versprochen, ehrlich gesagt, weil es ja, es gibt nur die Lover und die Hater, es gibt da nicht viel zwischen. Es gibt keine, die sagt, ja, damit kann ich das mal damit machen und so. Also auch, ich glaube, Yvette ist total abgefahren drauf. Fab40Style hat, also von iCheckIt4You, Fab40Style hat sich die jetzt gerade in Blau gekauft. Kenne ihr Ergebnis noch nicht, kann es mir vielleicht mal sagen, weiß noch nicht, inwiefern die jetzt da irgendwie schon Ergebnisse hat. Und weil ich da so lange von geredet habe, hatte Miss Kuschi mich kürzlich angeschrieben, hat gesagt, ich hatte dir die gekauft und wollte sie dir zuschicken. Und ich habe da ganz frech gesagt, ich habe ja zwei Augen, kannst mir trotzdem schicken. Also die ist wirklich so super, die würde ich mir sonst nämlich auch vermutlicherweise über kurz oder lang noch nachkaufen. Also kaufe ich sie lieber dir nochmal ab, weil sie jetzt eh gekauft ist, falls du sie nicht magst oder behalten möchtest oder umgetauscht hast oder wie auch immer. Das an dieser Stelle, aber ich fand die Idee schon total süß von dir. Dankeschön dafür auf jeden Fall. Und ich hatte das oben auf dem Tablet gelesen und da tippe ich ja nicht so gerne zurück, weil das dauert ewig und dann macht er irgendwie, dann bin ich zu schnell und dann habe ich ganz viele Fehler drin und dann lasse ich ganz häufig das Kommentieren auch. Also auch liebe Grüße an meine Mädels da draußen. Ich gucke auch, wenn ich nicht kommentiere. Ich weiß, wenn ich kommentiere, dann kommentiere ich sehr viel und dann merkt man auch meine Präsenz. Aber wenn ich am Tablet gucke, dann kommentiere ich nicht so viel, weil das ist echt mühselig. Und da bin ich abends nochmal für aufgestanden. Bin ich nochmal aufgestanden oder habe ich das morgens getippert? Das hat mir jeweils keine Ruhe gelassen. Das war echt, ich glaube nachts, da konnte ich nicht schlafen, genau. Und dann bin ich nachts runter und habe mir das noch getippert. Das fand ich so niedlich. Also, da hatte ich auch wirklich, als ich es gelesen habe, hatte ich Tränen in den Augen, weil ich das so süß fand. So, das dazu. Also von mir einen Daumen hoch. Ich finde sie gut. Und nicht mal ein roter Preis oder sowas. Ich bin reingegangen, habe sie gekauft. Das ist für mich ja sehr ungewöhnlich. So. Dann geht es weiter. Dann bin ich am Taco vorbeigefahren. Die Männer hatten einen Termin nebenan. Ich sage, oh, dann springe ich da mal kurz rein. Und da habe ich mir diese hier gekauft. Sehen die nicht lustig aus? Die haben vorne, deswegen habe ich nämlich jetzt nichts drin. Die habe ich heute auch getragen, aber ich war ja eben, ich wollte ja schon aufhören, ich wollte ja den Tag schon aufhören. Dann habe ich gedacht, nee, jetzt machst du doch schnell ein Video. So, die sind hier so ganz niedlich mit kleinen Strasssteinchen, aber hinten pieksen sie ein bisschen. So, also irgendwie, vorne sieht es ganz lieb und brav aus und hinten siehst du aus wie eine Rockerbraut. Fand ich irgendwie süß. Im Sale jetzt von 3,99 auf 1,99. Oder? Und mal was anderes, ne? Wobei gestern, ich weiß nicht, ob mein Ohrläppchen so geklappt war oder sowas, da hat das immer so ein bisschen gekratzt hier. Nicht gestern, heute Morgen. So, und dann hatte ich noch was anderes mitgenommen. Und zwar sind das diese Ohrringe hier in Schwarz und Gold. Die heißen auch Black und Gold. So. Da war ursprünglich
noch das hier dran. Das heißt, dass ich mal vermute, dass die sonst noch gar nicht rausgegangen wären. Aber dann muss sich wohl irgendjemand das gemopst haben und es ist abgefallen oder so. Die haben sogar mal 5,99 gekostet, kosten jetzt 1,99. Haben den dann über 3,99 und 2,99 noch genommen. Ich hatte aber dann im Laden schon geplant, das hier an eine Kette zu hängen und die dann dazu zu tragen. Ist doch perfekt, oder? Ja, vielleicht sogar dann, dass der Mukaid dann mal eine andere Kette bekommt und das, weil das passt ja sehr gut zusammen, dass ich die dann zusammentrage. Vielleicht mal zu was Schwarzem. Ich hatte mir kürzlich ein Batman-T-Shirt gekauft bei Forever 18. So mit, ne, es ging bloß bis dahin vom Ärmel her, aber hat dann so Bat-Flügel. Ne? Ich trage eigentlich nicht so furchtbar viel Schwarz mehr, seht ihr jetzt im Moment, ne? Aber mal kann man das ja auch. So, das zum Schmuck. Dann, wie gesagt, achso, ich war, jetzt springe ich ja, ne, beim DM, Chaos Queen, ne? Dann habe ich bei DM, wie gesagt, dann noch weiter geguckt und Männer hatte mich auch laufen lassen und ich hätte gedacht, ich war 8 oder 9 Minuten drin, er sagt 26 Minuten. So kommen dann auch mal so die Bummel zustande, ne? Wenn ich selber mal durch Lübeck oder so gehe und nachher dann irgendwie ein Parkhaus 4 Stunden auf der Uhr habe, dann gucke ich auch ganz blöd außer Wäsche, weil wo war ich denn dann? H&M, Telly Wilde, Forever 18, einmal durch H&M gestreift, Bijou Brigitte muss sein, DM, wenn ich gut Muße habe, noch TK Maxx, wo geht's denn da noch hin? Vielleicht noch zu Deichmann oder irgendwie sowas, dann da hinten dieses Wiki und was weiß ich, jetzt ist der Body Shop noch, den habe ich dann für mich entdeckt da. Ja, dann noch einmal durch den Rossmann, 4 Stunden, weg. Pff, hallo? Ja, also meine gefühlten 8 Minuten waren dann 26 Minuten. Hm. Und dann hatte ich mich ja, na okay, klar, ich habe natürlich auch einige Cremes ausprobiert, ne? Ist immer noch ganz silikonig hier. Dann habe ich gedacht, Cremes in dem Sinne brauche ich ja nun nicht. Da habe ich ja immer noch ein paar auf Halde liegen, obwohl ich mich kürzlich von ganz vielen getrennt hatte, die ich dann der La Speranza in das Trashpäckchen, in die Lovely Box gesteckt hatte. Und hast noch gar nicht irgendwie gesagt, ach, ich habe noch eine Mail von dir gekriegt, habe ich total verpennt drauf zu antworten. Mache ich noch. Mache ich. Das ist, dadurch, dass man sich irgendwie, wenn man es gelesen hat, dann verschwindet das ja alles so. Das ist total blöd. Also komm noch hinterher, ob du mit den Cremes zurechtkommst und sowas. Das Lustige war, dass sie mir eine von, wie heißen die bei Rossmann? MySkin oder sowas, ne? Da hat sie mir eine MySkin geschickt und ich wusste, dass ich ihr auch eine geschickt hatte. Aber es waren nicht die gleichen. Also das war schon mal ganz gut. Also bei Cremes an sich gucke ich dann nicht mehr, aber eben bei diesen, die Balea jetzt nachmacht, weil die ja auch die Garnier den Fleckenreduzierer nachgemacht haben. Den kriegt man jetzt für 4,98 und sogar den Fleckenreduzierer über Nacht, glaube ich. Und dann eben auch diese Blur-Cremes für 6 oder 7,98. Übrigens kosten alle Schwarzkopf-Sachen, die ich so favorisiere, hier aus der Ultim-Reihe und auch die mit dem Volumen und sowas, 1 Euro weniger als woanders. Also wenn ihr Schwarzkopf kauft, auch nicht im Angebot oder sowas, ist da alles gleich direkt auf 4,98, 6,98, 3,98 statt 4,98 und 6,98 statt 7,98. Da habe ich aber damals, weil am Anfang hatten sie es wohl noch nicht, meine 8 Euro doch damals eingelöst, wisst ihr noch? Hier mein Gutschein. So, dann habe ich mir gekauft. Ich habe ja jetzt gesehen an meinem Nivea Cellular Anti-Age Test, dass auch ich fähig bin, am Stück annähernd 2 Monate dieselbe Creme zu benutzen. Und habe dann gedacht, wenn auf einer anderen Creme draufsteht, nach 28-tägiger Anwendung zweimal täglich Reduzierung der Faltenfläche um 64%, dann habe ich gedacht, kannst du das mitnehmen? Und zwar habe ich dann dieses Cremchen mitgenommen für 3,95. Balea Beauty Effect Eye and Lip Serum, Aufpolstereffekt mit Hyaluronsäure. Und wo Hyaluronsäure draufsteht, da fliege ich ja sowieso direkt drauf. Hyaluron und Q10, das ist ja mal so mein Ding.
So, hinten drauf steht perfektionierte Schönheit. Balea Beauty Effekt verbessert wirksam das Hautbild und verleiht sofort ein samtweiches Hautgefühl. Stimuliert den Hautzellenaufbau. Wow, belebende Frische. Balea Eye und Lip Serum mit Hyaluronsäure und Isoflavone strafft und glättet die sensible Haut rund um die Augen sowie Lippen. Das Hautbild wird verbessert. Die ultraleichte Textur sorgt für einen angenehmen Kühleffekt. Die Pflegeformel mit Hyaluronsäure polstert als natürlicher Feuchthaltefaktor aktiv von innen auf, verleiht der Haut Glätte und verbessert die Spannkraft. Isoflavone aus der Iris wirkt dem Abbau von Kollagen und Elastin im Stützgewebe entgegen und steigert den Zellschutz. Und ein synergistischer Komplex aus pflanzlichen Wirkstoffen verbessert die langanhaltende Feuchtigkeit der Haut. So, Anwendung kleine Menge Eye- und Lipserum morgens und abends nach der Reinigung gezielt auf die Augen- und Lippenpartie auftragen, sanft einmassieren. Ja, und dann eben noch dieser Zusatz da mit nach 28-tägiger Anwendung, zweimal täglich und so. Das kann man ja durchaus machen. Ich habe das aus der Balea Vital-Reihe schon vor 2-3 Jahren mal gekauft, Lippen- und Konturenbalsam. Da habe ich jetzt keinen Unterschied gemerkt. Aber ihr seht, wie das schon aussieht und wie lange ich das benutzt habe. Oder eben dementsprechend nicht benutzt habe. Ne? Ja, dass mir das nicht sehr viel gebracht hat. Jetzt will ich euch einmal ganz kurz... Moment. Ah, auf meinen Füßen getreten. Moment. Die beiden zeigen. Ich hatte von Rival de Loop sogar schon und auch von L'Oreal, das ist dann auch für die Lippen dementsprechend, ein Kollagenauffüller, eine aufpolsternde Lippenpflege und glättende Lippenkonturcreme. Den macht man nacheinander drauf. Das mache ich gar nicht. So, und dann habe ich jetzt gedacht, vielleicht machst du es da, wo du nur eine Seite dann hast. Und meine aktuelle Augencreme, das ist die straffende Augencreme von Elkos mit Phyto-Age. Da habe ich oben noch die Tages- und die Nachtpflege, die habe ich mir im letzten Jahr zu meinem Geburtstag gegönnt. Der ist am 10.8. Könnte ich auch mal langsam mit anfangen. Anti-Aging-Komplex gegen hormonelle Hautalterung. Ich habe Falten, aber es kann ja immer noch sein, dass es noch schlimmer wäre, wenn ich das nicht benutzen würde. Ne? Also das mache ich dann schon. Und hier habe ich jetzt einfach gedacht, so, vielleicht puste das dann doch mal weg, vielleicht sind die Wirkstoffe, dann mache ich jetzt direkt so. Nein. Sonst behalte ich das. Ich mache noch mal kurz eine Handcreme raus oder die Füße mit oder was weiß ich was. Ja, wollen wir einmal ganz kurz gucken, denn ich hatte von denen schon das Hyaluron-Serum und den Filler. Und der Filler ist mir umgekippt. Der ist dann irgendwann, der hat gestunken. Das Eiserum müsste ich sogar noch irgendwo da haben. Ja, naja, jedenfalls habe ich jetzt Eye- und Lip-Serum auf Polstereffekt mit Hyaluronsäure. Jetzt wollen wir einmal nach dem Geruch gehen. Ich habe ja noch immer, jetzt bin ich schon wieder am Aufbauen hier, als Gedächtnisstütze mein geliebtes Rival de Loop Revital Q10 Lifting Serum von Rossmann. Von 2,99 auf 1,99 damals. Und da warte ich im Moment echt händeringend auf ein Angebot, weil ich mir das sofort wieder kaufen möchte wegen des Geruchs. Danach gehe ich morgen. Weil das aus dem Aufsteller, Mann, von wem war das? Das duftet so lecker. Ich gehe morgen nach dem Geruch, wenn es da um den Blur geht. Das war auch nicht L'Oreal. Oh, David, von wem war das, was du gekauft hast, da für 15 Euro in deinem Haul? Mann, ich kann mir jetzt nicht die ganzen Hauls angucken. Naja, so, machen wir jetzt hier mal ein kleines Pumpstößchen drauf. Eine leicht durchsichtige Creme. Ein leicht Zitrus, habe ich das Gefühl. Geruch? Toll. Jetzt über alles drüber. Jo, löst sich auch gerade alles. Und da habe ich ja diese fiese eine Narbe, oder ob das dann auch eine Falte ist, aber ich glaube, das ist eine Narbe. Ich glaube, da habe ich mal einen mitgekriegt von Jamie, als er klein war. Das ist wirklich eine ganz ausgeprägte Macke da. Naja, so. Kein Hammer jetzt, aber es riecht auch nicht schlecht. Ich hatte nämlich heute so ein Serum, da auch stehen von Balea. Hab daran gerochen, weil ich sonst gedacht hätte, komm, jetzt schießt du mal auf Rossmann und wartest halt auf das Angebot, nimmst das erstmal mit. Das roch total blöd. Und deswegen wollte ich jetzt nämlich auch das, was jetzt gleich noch kommt, kurz vor der Cam mit euch durchgucken. DM hat von, da bin ich jetzt erstmal gespannt, das fühlt sich jetzt wirklich kühl an, aber es kann auch daran liegen, dass es so eine gelige Konsistenz ist. Gel mag ich eigentlich gar nicht so gerne, aber es ist jetzt angenehm. Also auf jeden Fall auch schön in der Sommerzeit. So,
Balea-Abendruhe-Nachtcreme, regenerierend für entspannte und erholte Haut. Kostete nur 1,95 und ich habe im Moment keine Nachtcreme und da habe ich gedacht, so, nimmst du die mal. Also ich habe schon welche, aber in Serie oben und da ich immer noch mein Zellular-Anti-Age habe. So, Zahne-Wohlfühl-Momente für die tägliche Gesichtspflege. Die Balea-Wohlfühl-Serie schenkt ihrer Haut strahlende Leuchtkraft und verwöhnt sie mit intensivem Wohlbefinden. Tun sie sich und ihrer Haut etwas Gutes. Pure Regeneration. Kommen sie abends zur Ruhe und gönnen sie sich und ihrer Haut eine entspannte Erholungsphase. Die Balea-Abendruhe-Nachtcreme sorgt für ein erholtes Aussehen am Morgen. Die Formel mit Teekomplex aus grünem Tee, weißem Tee und Rooibos-Tee schützt ihre Haut zuverlässig vor umweltbedingten Stressfaktoren. Wohltuende Inhaltsstoffe wie Hyalosine, wieder ein neues Wort gelernt hier, spenden langanhaltend Feuchtigkeit. Die Balea-Abendruhe-Nachtcreme mit Babassu-Öl verwöhnt sie und unterstützt die natürliche Hautregeneration. Hautregeneration, nicht Generation. So, abends reinigen, einmassieren, Ende. 93% bestätigen, meine Gesichtszüge wirken sichtlicher. Also wirken sichtlich entspannter. 100% bestätigen, meine Haut fühlt sich ausgeglichener an. Anwendungstest mit 30 Personen über 4 Wochen. Ne? Schön zu rechnen. Ach, mich rechne ist ja wohl echt lächerlich, ne? Naja, also immerhin haben 100 Leute gesagt, jo. Also 30 Leute gesagt, fühlt sich ausgeglichener an. Dann wollen wir den 30 Leuten mal vertrauen, ne? 30 Leute. Ist ja mal repräsentativ, ne? So, schönes Tüchtiegelchen, witzig. Das passt ja heute 1A zu meinem Outfit. Süß gemacht hier. So, konisch, 50 Milliliter. Und jetzt kommt Probe aufs Exempel oder der Moment, in dem ich beschließe, dass ich wieder ein Trashpäckchen, ein Lovely Box machen muss. Noch zu. So eine Konsistenz. Steht ja drauf, dass auch ein bisschen Öl mit drin sein soll, ne? Aber das sieht auch, riecht auch ein bisschen zitronig, habe ich das Gefühl. Ist da irgendwas mit Zitronen drauf, irgendwas zu erkennen? Aquam Glycerin, das Gespräch hatten wir ja kürzlich schon mal. Kann jetzt nichts mit Zitro oder sowas sehen. Panthenol ist auch mit drin. Also eigentlich nichts Schlimmes, ne? Eigentlich nichts. Für die, die denn das wieder wissen. Also die ersten sind Aquaglycerin, Octyl-Dodecanol, Isononyl. Isononanoate, oh Gott, Myristin-Myristate, das finde ich schön, das Wort. Butyrospermum pakelbutter, Glycerylstearate, Zitrate. Zitrate, da habe ich einen Zitrus drin. Also ist da bestimmt irgendwo ein Zitrus drin. Den kann ich nämlich riechen. Ja, und ich meine, meine Handhaut, die saugt ja sowieso alles auf, was sie kriegen kann, weil ich sie ja leider so sträflich vernachlässige. Aber finde ich gut. Doch. Wobei ich mir fast eigentlich immer eine Nachtcreme ein bisschen sättigender vorstelle. So ein bisschen so, pff, so wie eine Butter. Ne? So ein Body Butter. Sowas. Wollen wir mal ausprobieren. 1,98 war jetzt nicht so viel. Tun wir das mal. Ach, jetzt habe ich mir die Hände eingekriegt. Scheiße. Jetzt kommt es nämlich gleich zum nächsten. Das war jetzt eine kleine, dafür, dass ich nur so wenig hier hatte, aber ich sage hier immer so viel, tut mir leid. So, Kleiderkreisel. Das Kuros meines Mannes war alle. Kuros kostet 80 Euro, haben wir nachgeguckt. Bei Kleiderkreisel 20 Euro kriegt. Noch voll. Ja, da kann ich es schlimmer sehen. Das ist wirklich, ich habe nämlich noch nachher gedacht, also, hört mal, ganz, ganz, ganz wenig da oben. Luft ist da drin. Sieht ein bisschen abgestoßen aus, aber guckt, wenn ihr was sucht, auch mal auf Kleiderkreisel. Ist ein guter Tipp. Ich habe dann auch geguckt. Und zwar habe ich, wenn ich dran denke, wobei in letzter Zeit habe ich oft daran gedacht, die Dinge die zu verlinken, von denen ich euch erzählt habe. Also Lob bitte. Ich gucke von Yvette und
Daris, die aktuelle Reihe, also die haben eine Reihe jetzt, Yvette und Dani treiben's bunt. Und dann stellen sie sich gegenseitig Aufgaben mit identischen Paletten. Das heißt, die sitzen beide bei sich zu Hause und sagen, die Palette, die Lidschattenpalette, Entschuldigung, haben wir beide. Ich sage dir jetzt 3 bis 4 Farben, haben das wohl schon gesteigert. Ich habe nur den zweiten Teil von den beiden gesehen. Und dann musst du deinen Amo draus machen. Das sind ja beides sehr gute Augen-Make-up, Schminkerinnen. So. Und da habe ich die Palette entdeckt. Das ist natürlich die unterste. Die unterste, ihr merkt schon, ne? Oh So Special. So. Und ich gebe Oh So Special ein bei eBay, bei Sleek und so weiter. Und bekomme daraus Oh So Special und so weiter. Und die Farben habe ich gedacht, ist ja cool. Guckst du bei Kleiderkreisen. Habe ich dann auch geguckt. Die kosten in der Größe, wie ich sie so gesehen habe, wohl 9,95. Und dann gucke ich bei Kleiderkreisel und da verkauft eine 3 Stück für je 5 Euro. Und ich mich tierisch gefreut und angeschrieben und jo, darf ich haben. Jetzt kommt heute das Paket und ist viel kleiner als ich dachte, denn ich habe gedacht, dass die halt so und so groß sind. Aber meine Paletten sind nur so groß. Entschuldige Sabrina, kannst ja nichts für. Aber ganz ehrlich, nach was hätte ich denn suchen müssen, wenn ich die Großen hätte haben wollen? Da bin ich jetzt echt ein bisschen überfragt. Aber daran seht ihr, dass ich ja wieder mal zu dämlich bin. Nichtsdestotrotz sind es tolle Farben. Ich habe jetzt also die Oh So Special, ich habe die Storm und ich habe die Unnatural. Und will euch die einmal zeigen. Wobei ich eben schon festgestellt habe, ich habe ja diese beiden von Miss Lean, wo ich immer gesagt habe, dass ich das Gefühl habe, dass die durchaus auch irgendwie was Nachgemachtes sein sollten. Wobei die jeder dann auch 7,50 € gekostet hatten. Und deswegen, also, ich lasse die hier gleich mal liegen. Also die eine sieht sich schon mal, guck mal, da sind so ein paar Tönchen da so, die sich ähneln. Die haben sich beide gegenseitig einen reingewirkt mit dieser Farbe hier. Und da waren sie beide ganz am Jammern, wobei die das super gelöst haben. Aber wie gesagt, das sind ja beide Profis, was das angeht. So, die Storm kennt ihr wahrscheinlich alle. Das ist die hier. Von der Storm wusste ich bis jetzt natürlich auch noch nichts. Aufgefallen, dass es wirklich auch ein Unterschied ist, ist mir, dass die anderen so ein gitterartiges Fännchen haben oder einen Aufdruck oder sowas. Und meine sind eigentlich genauso flach wie die von Miss Lean. Seht ihr das? Und irgendwie sind die sich auch ziemlich ähnlich. Aber was kosten die jetzt in der kleinen Größe? Deswegen weiß ich auch überhaupt nicht, da sind auch keine Pinselchen mit bei oder sowas. Jetzt weiß ich überhaupt nicht, ob das jetzt ein Schnäppchen war oder nicht. Oder ob ich da wieder irgendwie. Aber ich bin glücklich, sie zu haben. Das ist ja auch schon mal was. So, die Storm kennt ihr wahrscheinlich alle, die werde ich euch jetzt nicht komplett swatchen, denke ich mal. Wobei da echt Schätzchen mit bei sind. Wieder so ein schönes Aprikot und sowas. Und ihr seht ja, ich werde jetzt ja auch ein bisschen mutiger und fange auch mal an, im Alltag was zu tragen. Also tagsüber hatte ich jetzt was drauf, allerdings nicht so dunkel, wobei das jetzt auch schon nicht mehr so dunkel ist. Aber ich denke, ich zeige euch jetzt mal die Oh So Natural, die beiden halt benutzt haben. Und die Oh So Natural, Oh So Special und Oh Natural. So. Da sind einige matte Töne mit bei. Zeige ich euch einmal so. Schuppen. Schuppen. Und swatch sie euch einmal von hell nach dunkel. Und frage mich gerade, wo. Damit ihr das auch sehen könnt. Wahrscheinlich jetzt wegen der Silikone, die ich jetzt auf meinen Fingern habe, kriege ich da nichts ab. Oh nee, das ist ja voll blöd durchdacht. Ich kriege keine Farbe auf meinen Arm. Ich schmeiß mich weg. Die matten nicht, hier sieht man ein bisschen Schimmer. Oh nein. Okay, Mädels, das vergessen wir dann mit dem Swatchen. Wenn euch die interessiert, guckt euch doch bitte unter Google mal Swatches an. Also das ist, ne, da können wir uns, glaube ich, nicht drüber unterhalten. Ist ja Hammer.
Finde aber so die Farben an sich schon mal ganz toll. So. Und es ist ja auch ganz schön, dass sie nicht so groß sind, weil dann passen sie hier besser mit hin. Aber ich habe schon blöd geguckt. Ich war so enttäuscht, als das Päckchen kam. Also das Päckchen ist total super und süß und toll und tausend und alles. Aber ich habe eben was Größeres erwartet. Ja. Also es liegt nicht an dir, Sabrina. Keine Angst. Ich war zu blöd. Das wäre dann die Oso Special, mit der die beiden dann geschminkt haben. Und ich probiere es jetzt gern nochmal. Das liegt jetzt irgendwie... Ach, nee. Guckt euch auf jeden Fall das Video an. Das ist nämlich echt lustig. Und da kann man auch tüchtig was lernen. Ganz tolle Töne, die ihr jetzt wahrscheinlich nicht sehen werdet. Herrlich. So. Hab mich auch lange mit dem Gedanken getragen, ob ich die überhaupt kaufen soll, denn so dolle viel ist das ja im Moment nicht. Ich bin ja nun nicht so der Träger, der Lidschattenträger, wisst ihr ja nun alle, die mich hier ein bisschen verfolgen. Und ich habe ja diese absolute Gorilla-Palette jetzt bekommen von der Pinky. Pinky Mieze Maus, und das ist ja die von Wet n Wild Color Icon in der Farbe Comfort Zone, die ihr übrigens auch online bestellen könnt. Ihr müsst nicht irgendwie gucken, ob ihr irgendwo einen Shop seht, einen Edeka habt, der das vertreibt oder sowas. Ihr könnt sie online bestellen und innerhalb der ersten 2 Wochen, wenn ihr euch da angemeldet habt, sogar noch kostenfrei, versandkostenfrei. Also wenn man sich da Dinge zurechtlegt, die man haben möchte, kann man das ja direkt da so bestellen. So, das fand ich... Oder war das Kiko? Bei Kiko kann man die ersten 2 Wochen kostenfrei bestellen. Guck doch einfach mal, bevor ich da eine falsche Information gebe. So, übrigens auch viele Sachen, wer keinen Kiko-Shop hat oder sowas, hier meinen tollen Panama Beach da, meinen schönen Sleek. Wie heißt er? Der so aussieht wie der Sleek. Aus der aktuellen Rio Life LE. Der schöne, gebackene. Den sich jetzt auch Sabse Müller zum Beispiel gekauft hat und so weiter. Total schön. Echter Brüller, aber relativ teuer halt. Und in dem Sinne ein Dupe zu dem Rose Gold von Sleek. Den ich dank der pinken Mietzimaus ja auch habe. Der schon lange auf meiner Wunschliste stand. Und es sind schon Unterschiede da, aber es geht schon ziemlich in die Richtung. Und zeige ich euch noch ein bisschen länger. Ich habe jetzt bei Mrs. Fabulous gesehen, dass sie sagt, dass das auch ein Dupe sein soll zum Orgasm von Nars. Ich kenne Nars nicht mal, aber die sind wohl sehr, sehr teuer. Und von daher ist es wohl gut, wenn man weiß, dass da irgendwo Dupes unterwegs sind. So, und dann habe ich noch gedacht, wenn wir jetzt sowieso ein Päckchen hin und her machen, was hat es denn noch für Artikel? Da kann man immer einen kleinen Button anklicken und dann sieht man, was die noch haben. Und ich habe euch schon erzählt von meiner Tanzzeit damals, so zwischen 22 bis kurz bevor ich hier hingezogen bin, bis 27. Da habe ich ja getanzt im Tanzkreis und sowas, also erst alle Kurse durchlaufen und dann später halt auch assistiert und sowas alles. Und wenn wir dann weggegangen sind, dann habe ich mich gerne mit dem Revlon Colorstay Make-up geschminkt. Und damals gab es Revlon noch ganz frei verkäuflich, ganz normal in der bei Douglas. Und damals gab es auch einen Lippenstift, der hieß Color Burst. Weiß ich auch noch, weil da sollten kleine Farbkügelchen sein. Eigentlich ist das ja heutzutage wieder aufgenommen worden im Make-up, in diesen Nude-Make-ups und so weiter. Und in diesem Kätzchen war dann noch mehr Farbe, die nach und nach immer abgegeben wurde. Also eine ganz tolle Sache. Und wenn ich dieses Colorstay benutzt habe, wenn ich das abends aufgetragen habe, mal wegen um 8, ist man ja langsam tanzen gegangen und so weiter, dann war ich morgens noch geschminkt. Und die Sachen, die ich auf das Make-up drauf gemacht hatte, waren auch alle noch da. Das war ein Teufelszeug. Da stand auch damals drauf, innerhalb von 60 Sekunden auftragen und fertig sein. Jetzt gucke ich einmal gerade, hier stehen die... Ach so, ja. Nun hatte sie das auch und in einer für mich guten... Haben wir doch glatt wieder den Akku getötet. Aber ich habe ja noch einen. So, und wenn ich nach Make-ups greife, dann greife ich gerne zu Sand oder nach Sand.
Treibsand. Auf jeden Fall greife ich gerne zu den Tübchen und Fläschchen, wo Sand draufsteht. Ja, Sandra. Und Kesslerfilet. Komm. Der männliche Teil meiner Familie verschwindet in der Küche. Mhm. Katze steht da auch schon. Katze mag auch Kassler, weißt du ja. Mhm. Voll gemein, ich liebe nämlich Kassler, aber jetzt vor der Kamera, was soll denn das? Aber ich sag's ja. Irgendwann hat er einen eigenen Kanal zu Handwerken oder sowas. So, Sandbeige. Jedenfalls habe ich gedacht, probier's doch aus, kostete dann 5 Euro. Achso, für die Paletten habe ich dann ein Stück 5 Euro bezahlt. Mit versichertem Versand und noch ein bisschen gehandelt und so. Ja, jedenfalls habe ich dann das dazu bestellt in Tüdelchen. Jetzt wollte ich einmal gucken, ob da jetzt immer noch sowas drin steht von, oder draufsteht von wegen in 60 Sekunden auftragen. Oder ob die das geändert haben inzwischen. Ich meine, das ist jetzt auch 18 Jahre hier. Shake well. Apply to one area at a time. Blending quickly. Remove with facial cleanser. Ja. Das ist wohl immer noch so knallerhart. Coole Nummer, geil. Ihr wisst, ich bin kein Besteller. Das mit Kleiderkreisel, das ist schon jedes Mal. Wow. Aber ich könnte mir das nicht vorstellen, jetzt bei Revlon irgendwie zu bestellen und dann, ach, weiß ich nicht. Das bin ich nicht. Und ich fände es toll, wenn Revlon wieder zu Douglas ginge oder sowas. Alles, ne? Ich mag nicht bei Kosmetik, Cosmo oder so bestellen, keine Ahnung. So, das ist jetzt die Farbe. 0180 Sandwich. Ah, früher war da so ein Spatel noch dran. Jetzt habe ich damit, oder was auch zum Kippen? Weiß ich nicht. Jetzt sieht es so aus. Und so. Und jetzt wollen wir mal gucken. Früher hat das super gedeckt. Jetzt wollen wir mal gucken. Da verfälscht jetzt die Farbe ein bisschen, ne? Ja, das war jetzt blöd von mir. Ich freue mich da tierisch drüber. Weil ich eben schon so oft auch bei eBay immer geguckt habe und gedacht habe, ach, irgendwann mal. Und jetzt halt dieser Zufall, dass das alles in einem war. So, ich habe auch damals übrigens an dem, ich weiß gar nicht, warum ich dann, ich habe das habe ich auch mehrfach gekauft, hatte ich auch in verschiedenen Farben. Und eine davon habe ich so lange noch mit mir rumgeschleppt auf verschiedenen, über verschiedene Umzüge und sowas in meinem Leben. Also echt toll. Komm, machen wir es auch einmal direkt ins Gesicht. So, da wo es so rötlich bei mir immer ist, da hauen wir das jetzt mal drauf. Die Hände irgendwo mal hin. Also meine Farbe hätte ich so auch gekauft. Ort und freue mich tierisch drüber. Morgen gehe ich da mal in die Vollen und mache richtig geile Nummer. Ja. Super, freue ich mich wahnsinnig drüber. Das ist klasse. Das ist schon, um es wieder da zu haben und weil ich davon auch damals wirklich überzeugt war. Es war toll. Vielleicht kann ich das heutzutage gar nicht mehr so gut tragen wegen der Fältchen und Linchen und so weiter. Aber vielleicht ja auch doch. Müssen wir mal gucken. Und dann vielleicht noch mit dem Blur drunter. Keine Ahnung. Und dann hat sie gesagt, hallo liebe Sunny, wünsche dir viel Spaß mit den Sachen. Und da du Überraschungen magst, ich habe ihr meinen Kanalnamen verraten, habe ich dir noch eine Kleinigkeit dazugelegt. Liebe Grüße. Und da hat sie mir tatsächlich noch einmal eine kleine Handcreme dazugelegt. Mit 5% Olivenöl und Urea von Medifarma Cosmetics. Und Eucerin für trockene Haut, eine Intensivlotion. Das fand ich total niedlich. Habe ich reingeguckt, fand ich obersüß. Und hier ist irgendwo noch ein Duft. Hat mir so einen roten Duft dazu getan. Wo habe ich den denn jetzt? Wo ist der denn jetzt hin? Ah, noch so ein kleines Duftröhrchen. Das war ganz süß, in Feuerrot. Da habe ich aber eben meinem Mann gezeigt. Wahrscheinlich ist das dann jetzt irgendwo anders. Och Mann, also auf jeden Fall dafür auch nochmal richtig Dankeschön, weil das fand ich total süß. So. Ja, und das war's dann wohl. Jetzt habe ich immer noch das Gefühl, es kommt irgendwas, aber es liegt daran, dass ich mir dieses Make-up, von dem ich immer gesagt habe,
Das ist noch auf meiner Liste, die ich auf jeden Fall noch kaufen möchte. Und habe ich auch bei Kleiderkreise günstiger bekommen. Und dann war es das jetzt. Dann haben wir es. Da noch was? Nö. 16 Senf habe ich euch gezeigt. Die Sleeks. Alles. Dann haben wir es. Wollen wir mal einen ganz schnellen Abgang machen heute. Ich habe heute auch einen Deutschland-Maler bekommen. Ich wollte ja das Tambourin haben, bei Edeka hatten sie das. Aber da hat Männer gesagt, das macht so viel Krach. Und dann habe ich gesagt, ja eben, durfte ich das Tambourin nicht haben. So, haben die verteilt. Oder diese Klapper. Boah, furchtbar. Am Samstag ist bei uns hier um die Ecke so ein Scheunenfest. Und da machen die Public Viewing und eine große Tanzparty noch gleichzeitig. Scheunenfest halt. Und ich überlege ja, ne? Ich überlege ja, ob das nicht vielleicht doch mal was ist. Aber es gibt im August dann nochmal die Stoppelfete und die ist wirklich direkt hier gegenüber auf dem Feld. Und 2 Jahre habe ich es jetzt schon verstreichen lassen. Ich glaube, dieses Jahr gehe ich dann da mal hin. So, das sind so die neuesten Neuigkeiten. Das war's. Ich sehe zu, dass ich das jetzt hochgeladen kriege. Hat gekrummelt ganz doll. Ich will doch mal diesig und nee, nicht diesig, zieht sich zu. Und ich sehe zu, dass ich die ganze Farbe wieder aus dem Gesicht kriege. Und morgen ein bisschen arbeiten und dann ab ins Kistchen, hier ins Kistchen. Und Schatzi geht jetzt gerade und guckt, wie viele Kirschen noch auf dem Baum sind. Der ist richtig traurig. Als wir heute nach Hause kamen, dann kann man kurz bei uns in den Garten gucken. Dann bin ich nochmal zurückgefallen. Ich sage, Schatzi, guck mal. Der ganze Garten war übersät mit 25, 30 Staren, die alle am Picken waren. Das ist echt der Hammer. Nächstes Jahr machen wir wahrscheinlich so ein Vogelschutznetz drauf, aber rein prinzipiell mögen wir es ja auch gerne. Wir schmeißen immer noch Haferflocken hin und sowas, ja. Also von daher brauchen wir uns nicht wundern. Heute habe ich gesehen, wie eine Amselmutter ihrem Amselbaby dann ein paar Kirschen gegeben hat. Und das war immer so, ach, ist total süß, lass die doch ein paar Kirschen fressen, meine Güte. So, wir können uns welche kaufen, wenn wir welche wollen. Ich wünsche euch was, einen ganz tollen Tag und bis die Tage, bis dahin und freue mich total, dass es euch gibt da draußen. Danke, tschüss.